Ausgangsbasis unseres letzten Gesprächs war ja, dass wir eine Studie erstellt hatten, die 15 Jahre alt ist jetzt, und anhand dieser Studie untersucht haben, welchen Einfluss eigentlich die demografische Entwicklung auf die Immobilienpreise hat. Und anhand dieser Studie konnte man sehen, dass es jetzt einen Boom geben wird in den Metropolen, was dann auch so eingetreten ist. Und insofern alles ganz positiv. Aber das Schlimme ist, dass die gleichen Daten mit der gleichen Aussagekraft aus unserer Sicht sagen, dass ab 2025 der Markt insofern kippen wird, als die Demografie dann gegen die Immobilienpreisentwicklung spricht. Also bevor man da groß rechnet, reicht es wirklich, man schaut sich den demografischen Baum an, den wir ja jetzt auch hier schön sehen können. Ja, also die Zuschauer werden den Baum kennen, denke ich. Das sind also aufsteigend das Lebensalter und dann sieht man immer, wie viele Männer und Frauen es gerade in dieser Kohorte gibt. Ja, da haben wir die geburtenstarken Jahrgänge, ich zum Beispiel, die sind dann so Mitte 50 jetzt, so 55 bis 59. Das ist der breiteste Balken. Und dann kommen halt nur noch Geburtenzahlen von 1,4 pro Frau. Also dann kommt eine Schrumpfung um ein Drittel pro Generation. Merkt man noch nicht, weil die Leute erstmal immer älter werden, aber wenn ich es über Generationen anschaue, ist es dramatisch. Ja. Aber absolut gesehen war es halt so, die geburtenstarken Jahrgänge waren sehr, sehr viele. Und auch wenn die schon nur 1,4 Kinder pro Frau bekommen haben, waren das immer noch relativ viele. Deswegen sieht man unterhalb dieses geburtenstarken Jahrgangs bei den jetzt 30- bis 39-Jährigen nochmal, wenn man so will, einen gewissen Boom. Ja. Das sind die Kinder der geburtenstarken Jahrgänge. Und da hat man eben schon vor vielen Jahren sehen können, es wird der Zeitpunkt kommen, wo die aus dem Haus ausziehen, aber kein Wohnraum da ist. Bei uns das Gleiche. Ja. Drei Kinder sind alle schon ausgezogen jetzt, haben alle Wohnraum nachgefragt. Komischerweise ist keiner da. Warum ist keiner da? Weil die Alten nämlich nicht ausziehen. Ja. Das ist dieser sogenannte Remanenzeffekt, dass wenn man sich leisten kann, dann hat die Nutzung einer Immobilie so eine gewisse Dramaturgie. Ja. Man baut sich halt irgendwie sein Einfamilienhaus, wenn man genug Geld hat, oder eine Doppelhaushälfte. Man baut an, man baut um, irgendwann sind drei Kinder da, man hat dann 200 Quadratmeter Wohnfläche, dann ziehen die Kinder aus und was macht man? Man bleibt wohnen. Das ist auch der Grund, warum die Wohnflächennachfrage pro Kopf so extrem steigt. Haben wir jetzt knapp 50 Quadratmeter pro Kopf. Ja, es wird immer gesagt, ja, wir sind eine Versingelung der Gesellschaft. Aber das ist der viel kleinere Effekt. Der viel größere Effekt ist, dass je älter man wird, umso durchschnittlicher mehr Wohnfläche pro Kopf wird verbraucht. Sodass man eben absehen kann, wann das kippt. Es wird der Zeitpunkt kommen, da sind die Kinder der geburtenstarken Jahrgänge mit Wohnraum versorgt. Es wird der Zeitpunkt kommen, wo die geburtenstarken Jahrgänge anfangen, Wohnraum abzugeben. Und dann gibt es keinen Bedarf mehr. Und das ist eben etwas, wo wir sagen, das wird ab 2025 eine zunehmende Dynamik entfalten und Einfluss haben auf die Immobilienpreisentwicklung. Natürlich, klar, wir werden auch weniger Menschen. Aber das wird eben überschätzt, weil eine viel größere Rolle hat dieser Permanenzeffekt, dass ich im Alter deutlich mehr Wohnraum verbrauche als in der Jugend. Weil eben der Trend besteht, dass wenn man sich leisten kann, man eben im Haus wohnen bleibt, selbst wenn man Witwer oder Witwe ist. Dieser Trend ist aufgrund dieser Verschiebung, den wir in unserer demografischen Struktur bekommen, eigentlich der dominantere. Absolut werden wir auch weniger Menschen. Ja, das ist natürlich auch ein Fakt. Es wird mit einer Nettozuwanderung in den ganzen Kalkulationen zur Demografie, die seriös sind, wird mit einer Nettozuwanderung gerechnet von bis zu 400.000 im Jahr. Das ist in diesen Zahlen implizit. Wenn da wirklich eine Million kommen oder zwei, das weiß niemand, was das bedeutet. Ich sage nur, warum das niemand weiß. Das weiß deswegen niemand, weil wir sind Zuwanderung gewohnt gewesen aus dem europäischen Umfeld, aus Italien, aus Portugal, aus Polen. Ja, da sind ja im Wesentlichen die Zuwanderungen gewesen. Die haben aber alle noch niedrigere Geburtenraten als wir. Das wird keinen Zuzug mehr geben von dort. Auf gar keinen Fall. Also die haben zum Teil
noch deutlich niedrigere Geburtenraten als wir. Das heißt, wir reden über eine Zuwanderung, mit der wir noch ganz wenig Erfahrung haben. Und ob so eine Zuwanderung aus Afrika und dem Nahen Osten, ob die jetzt dem Immobilienpreis gut tut oder nicht gut, das weiß ich nicht. Das weiß aber niemand, weil man noch überhaupt nicht weiß, wie viele bleiben wirklich hier, wie entwickelt sich das. Also klar, wir haben ja eine Unsicherheit, aber es geht jetzt darum, ganz konkret, dass sich die Menschen fragen, wenn ich Immobilien habe, ist ein guter Verkaufszeitpunkt oder sollte ich eine kaufen? Da würde ich auf jeden Fall sagen, das ist jetzt ein schwacher Aspekt, sich darauf zu verlassen, dass das meinen Immobilienpreis retten wird, wenn dieser demografische Knick zuschlägt.